Das muss Liebe sein. Die Karlsruher Elefantenomas und ihr Pfleger Robert, da haben sich die Richtigen gefunden. Spazieren gehen, Medicheck oder Fußpflege. Robert Scholz weiß, was betagte Elefanten brauchen und auch wie sie ticken. Alte Elefanten, die haben sehr viel Erfahrung. Die wissen, wie man Pfleger austrickst. Sie wissen aber auch in der Regel, wie man sich vernünftig zu verhalten hat. Weil die Elefanten sind erzogen. Sie probieren nur jeden Tag, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen. Und das muss ich dem Elefant halt jedes Mal sagen. Manchmal sogar die einfachsten Dinge. Mach mal ein bisschen mit hier. Komm, saug noch mal ein. Richtig? Muss ich noch einsaugen? Zack und weg. So, und jetzt? Jetzt musst du den Mund reinmachen. Wir haben nichts mehr, genau. Und zack, im Mund. Und der Rüssel ist wieder leer. Und da geht's wieder alles rein. Rani 62 und Nanda 50 vertragen sich besonders gut. Streit in der Alters-WG gibt es eigentlich nur mit Jenny. Die Jenny lässt sich ein bisschen schwer integrieren. Sie ist so unsere kleine Rampensau. Die sagt halt Ohren abstellen und erstmal drauf auf den Elefant. Das kann ich machen, wenn ich genauso einen jungen und starken Elefant habe. Aber wie unsere Rani, die schon ein bisschen älter ist, da funktioniert das halt natürlich nicht. Und so ist es auch wie in einem, wir nennen es Altersresidenz, aber im Altersheim ist es ja auch so. Da kann ich auch nicht jeden miteinander auf ein Zimmer oder an einen Tisch. Und so wurstelt sich die alten WG durch. Robert Scholz hat seine Elefanten alle lieb und das kam so. Ja, in der Lehrzeit war ich halt mal im Elefantenstall, habe mir das angeschaut. Da war ich natürlich erst schon ein bisschen Angst, nicht, aber man hat natürlich schon ein bisschen so ein Herzflattern. Und ja, ich habe es dann einfach probiert und das hat sich mit der Zeit so gegeben. Und ja, ich habe gedacht, komm, jetzt machst du gleich mal das größte Tier in dem Zoo. Und ja, seit 20 Jahren bin ich bei den Elefanten. Doch trotz Schlaraffenland, an den Seniorinnen nagt der Zahn der Zeit. Nanda, da hat's doch Futter, komm doch mal mit. Siehst nix, riechst nix. So, da müsste es sein. Nanda stochert im Nebel, sie hat den grauen Star und ist praktisch blind. Genau. Mit ihren 62 Jahren ist Rani der älteste Elefant Deutschlands und dementsprechend tatterig. Schon mehrmals kam sie nicht mehr auf die Beine und ein Kran musste her. Lina hat die Elefanten-WG wahrscheinlich das Leben gerettet. Abgemagert und verängstigt kam sie aus einem osteuropäischen Zoo nach Karlsruhe. Wo die Lina kam, stand die hier im Stall mit ganz aufgerissenen Augen und hat uns anvisiert und nur beobachtet, was ich vorher nicht kannte. Das war völlig untypisch. Und sie hat uns nicht aus den Augen gelassen und wohlweislich ich sie auch nicht. Und wenn man jetzt mal die Augen anschaut, die ist jetzt schon so richtig entspannt, die Augen so auf leichten Schlafzimmerblick. Also sie hat sich völlig geändert, ist ja richtig angekommen. Und wird hoffentlich bald so fit sein wie Jenny, die immer noch locker das Bein heben kann. Der Jenny geht's gut. Also, machen wir mal auf, das ist alles schön zart rosa, ist nirgendwo irgendwas geschwollen oder irgendwelche Bläschen. Die Zähne sehen sehr gut aus, von daher topfit. Bei so viel Stolz ist wohl eines ganz klar, die Omas werden ihren Robert nicht mehr los. Mit den Elefanten alt werden ist das Schönste, was es gibt. Und da wird doch niemand widersprechen, am wenigsten die alten Damen.